Okay, hier, Stahl. Okay, eins, zwei, zwei, zwei. Eisen haben wir hier. Da oben. Ach, hier ist ja schon eine Eisenmine. Ah, stimmt. Ja gut, Eisen habe ich genug. Habe ich nicht auch mittlerweile Kohleminen? Nee, scheiße. Dann brauche ich hier einen Hochofen und ein Stahlwerk. Dann produziere ich jetzt mal meine eigenen Stahlträger. Hier drüben fehlt eine Polizei. Ist das hier eine Polizei? Bist du Polizei? Nee. So, aber du bist Polizei. Muss ich nur ausbauen, sobald ich das kann. Und du fährst nach Hause. So, die hier kann ich abbrechen. Das funktioniert nicht. Benachrichtigungen fliegen raus. So, wie machen wir am besten weiter? Indem wir in die neue Welt gehen. Hier haben wir neue Bauoptionen. Wir können denen nämlich mittlerweile Backbananen verkaufen. So, dann stelle ich hier mal ein Lagerhaus hin. Und okay. Brauche alles 1 zu 1. Bananen haben Felder, ne? 128 Felder, holy shit. Ja, das verbreite ich dann mal hier hinten rein. Weg mit dem Dschungel, den braucht eh keiner. Oh, 128 Felder. Aber keine Sorge, es wird später noch rassistischer. Später muss ich nämlich noch Baumwollproduktion aufziehen. Schön, oder? So, dann machen wir hier voll. Gut, dann haben wir das. Ne, das ist die Handwerkskammer. Feuerwehr können wir aber, glaube ich, auch bauen. Kleiner Hafen können wir noch nicht. So, was sagt hier die Statistik? Kriegen wir genug Backbananen mit der Produktionskette rein? Ja, sieht so aus. Jetzt könnten wir damit genau unsere Bedürfnisse abdecken. Die Menschen lassen sie hochleben. So. Baumaterial. Du bist wirklich überall zu finden. So. Damit fahren wir dann gleich hin. Überall breit machst. Denk dran, was wir besprochen haben, ja? Weise uns den Weg zum Horizont. Gleitschutz. Wo die Flamme der Frei. Nee, Gleitschutz kann ich mir gerade nicht leisten. Mein Schiff da unten ist kein Kriegsschiff. Das Bierfest. Attraktivität, Zufriedenheit, Bedürfnisbonus. Produktivität hoch, Arbeitskräfte erforderlich runter. Ja, bei so einem Festen hieß es immer, man soll vorsichtig sein.
weil die einem auch einfach schnell die Produktion abschießen können, wenn man sich so denkt, oh, ich hab hier alles, ne? Warum könnt ihr nicht aufsteigen? Das ist wahrlich das Paradies. Das ist wahrlich Paradies, ne? Also wenn die Bürger einfach vollkommen dicht sind. Aber denk dran, egal wie dicht du bist, Goethe war Dichter. Der ist so doof. Also nicht Goethe, sondern der Spruch. Und dann noch ein Bauhaus. Ich hätte gerne mal ein paar Stahlträger, ein bisschen Ziegel und ein bisschen Glas. Und meine Gulaschproduktion, hier. Doch. Hackfleisch produziere, glaube ich, auch. Volles Lager. Die Luke vom Lager geht nicht mal mit. Zack. Neue Befehle, Admiral. Achso. Mein Schiff ist ja schon vollgeladen. Ei. Na, runter hier. So, aber doch, hier die Produktion, die steht super. Routen, genau. Fleisch und Paprika auf meiner Hauptinsel. Als nächstes fehlen wieder Ziegel. Zwei Feuerwehren nebeneinander. Ach, stimmt, weil die Brandwahrscheinlichkeit so hoch ist. Habe ich die ja sicherheitshalber hingestellt. Ich vergaß. Ach, weißt du was? Verkauf mir wieder ein bisschen Seife. Was willst du von mir? Eli? Betrachten Sie es als Vertrauen. Nein. Sie wollen sich da rauswinden? Auf Zerstörung habe ich gerade echt keinen Bock. Ich habe Bock auf Handwerker. Ne, Arbeiter. Auf Handwerker auch. Ein Tal in dem Milch. Sie brauchen als nächstes Nähmaschinen. Okay, da gucke ich auch mal eben rein. Also. Na, Kohlemine. Da haben wir sie. Und die braucht nur 15 Sekunden. Dann weg mit dem Dreck. Der Köhler braucht 30 Sekunden. Also die Mine ist definitiv produktiver. Schmeiße ich hier noch ein Lagerhaus daneben. So, Kohlemine. Dann produziere ich... Weißt du was? Dann das hier hin und das hier hin. Nehmen wir dann die Nähmaschinenfabrik. Ich wollte nicht Leertaste drücken. Nehmen wir die Nähmaschinenfabrik. Oh, die ist groß. So, und dann ziehe ich hier meine Straße rum.
Haltet sie auf. Ich verlange von meinen Leuten nicht mehr als von mir selbst. Tag und Nacht. So, zack. Das passt da jetzt alles rein. Oh, mein Holz ist voll. Gut. Aber eine zweite Eisenfabrik, die wollte ich bauen. So. Gut, dann gucken wir jetzt mal wieder in unsere Statistik rein. Wie sieht's mit unserer Produktion aus? Also, erstmal die Konsumgüter. Die sind am wichtigsten. Ich habe keinen Schnapskonsum. Das ist eine Lüge. Brot und Wurst sind als nächstes auf dem Plan. Okay, Brot und Wurst müssen wir ausoptimieren. Ach, Schnaps ist gerade nicht konsumiert, weil unsere Arbeiter feiern. Okay, soweit sieht das aber alles gut aus. Hier auch das Rohmaterial, das sieht... Ah, das Eisen, das sieht ein bisschen schwierig aus. Ah, Eisenmine ist tatsächlich hier. So, Eisen nehmen wir hoch. Brot gehen wir runter. Da, Brot. Das sind 2, 1, 2 für eine Produktionskette. Scheiße. Was führt sie zu uns? Gut, dann sehe ich mal nach den Kleinen. Wann machen wir weiter? Das war jetzt echt übel. Da habe ich mir ja gerade richtig schön ins Knie geschossen. Nein, ich will doch die Pipette, meine Güte. So, machen wir es einfach so. Na, aber jetzt fehlen dem hier Felder. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Zieh ich da welche raus. Schieb hier wieder Felder rein. Du darfst wieder arbeiten. So. So. Da oben ist jetzt nicht unbedingt schön, aber selten. Und dann baue ich noch irgendwo eine Mühle hier rein. Und dann gucke ich mal wieder in die Statistik da oben. Produktion. Wie sieht es mit dem Weizen aus? Den brauche ich als erstes. Das sieht gut aus. Zwischenprodukte, das Mehl. Sieht auch gut aus. Konsumgüter, Brot. Ist jetzt auch wieder besser dran. Dann Wurst. Da mache ich es mir an der Stelle erstmal ganz einfach. Da nehme ich Schweine um 5% hoch und... Wurst um 5% hoch. Das sollte eigentlich ausreichen, um die Wurstproduktion stabil zu halten, ja. Ansonsten sieht ganz gut aus. Sind alle soweit zufrieden. Pelzmäntel brauche ich dann als nächstes, okay. Dafür brauche ich zunächst erstmal neue Handwerker. Ihr seid zu weit vom Stadtzentrum weg, das... Oh, ich drücke immer Leertaste, ne?
So. Dann könnt ihr mal zu Arbeitern aufsteigen. Und die Mitte um die Kirche herum soll dann schön werden. Oh, ich habe keine Arbeit mehr. Das ist nicht schön. Dann züchte ich mir hier halt welche nach. So. Wunderbar. Okay, wie sieht's bei euch aus? Dann mache ich einmal diesen hier. Und einmal diesen. Da haben wir schon mal die Holzproblematik unterbunden. Dann brauchen wir Schnaps und Kleidung. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Ach, ist ja mir bitter, dass ich hier irgendwo eine Feuerwehr habe. Natürlich ein nicht. Feuer ist ausgebrochen. Scheiße. Ach, so eine Scheiße. Gut, dann kopiere ich mal hier meine Kartoffelfelder. So. Und einmal Schnaps. Nein. Und das kopiere ich dann einfach mal so eins zu eins daneben. Das sind Bretter. Das ist Kleidung. So, und hier kommt die Kleidung hin. Und dann kommt hier ein Lagerhaus rein. So. Ja gut, nachdem hier unten gerade sowieso die Hälfte brennt, kann ich dazu der Produktion sehr wenig sagen. Okay, jetzt wollt ihr Pelzmäntel. Alles klar. Ich schaue dann wieder in die neue Welt. Ihr könnt mittlerweile Rum anbauen. Es gibt nicht viel zu feiern. Okay, Kirche. Sehe ich noch nicht. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Alles klar. Dann, Rum braucht 1, 2. Okay. Ich finde es echt schwierig, hier im Dschungel zu bauen, ne? Gebäude wurden zum Raub der Flammen. So, davon brauche ich 2. Oh, wieso schon wieder die Leertaste? Mann, ich nehme die linke Hand von der Tastatur jetzt weg. Ganz so wegnehmen kann ich die Hand auch nicht, leider.